So, das seid ihr wieder beim Systemstreuner. Ja, ich fand es jetzt ein bisschen frustrierend hier, dass da keine Punkte drin waren. Deswegen wollte ich mir den Spaß nochmal angucken. Mir lässt sowas keine Ruhe. Und dass ich da ganz unvoreingenommen dran gehe, würde ich jetzt einfach mal den ganzen Spaß nochmal rausschmeißen. Gibt's wahrscheinlich hier unten das Befehl, um alles wegzumachen. Egal. Also, was müssen wir hier eigentlich tun? Nehmen Sie zwei Dinge in der Inbox. Wenn sie gleich sind, legen Sie eins in die Outbox. Verwerfen Sie nicht gleiche. Ja, hört sich ja eigentlich nach einer einfachen Aufgabe an. Das heißt, auf jeden Fall muss man es mal aus der Inbox holen. Dann müssen wir es irgendwo hin kopieren. Sonst kann man es ja nicht vergleichen. Das ist definitiv. Und dann müssen wir das andere auch holen. Ja, also ob davor oder dahinter noch was kommt, ist quasi gerade wurscht. Aber kein Copy from, sondern Copy to. So rum. So. Jetzt haben wir die zwei Sachen. Wobei den zweiten, den brauche ich eigentlich nicht. Ich kann es ja gleich voneinander abziehen. Und wenn ich die voneinander abziehe, dann muss ich es in die Outbox legen, wenn 0 kommt. Aber davor muss ich erstmal wieder 1 laden, weil ich ja jetzt das Ergebnis habe. So. Wenn es jetzt mal andersrum. Danach müssen wir auf jeden Fall wieder runter zum Start. Aber ich könnte doch sagen, ich ziehe jetzt den Spaß hier vor. Also wenn's, ich muss auf jeden Fall wieder zum Start und es wieder durchrechnen. Aber wenn es 0 ist, dann möchte ich es ausgeben. Dann möchte ich es laden und ausgeben. Und dann müsste ich doch eigentlich nur hier drüber jumpen. So müsste es auch eigentlich hinhauen jetzt. Und ob der jetzt da sitzt oder da ist, denke ich mal wurscht. Schauen wir mal, was er diesmal sagt. Oder ob ich wieder Murks gebaut habe. 0, wir holen die 5 und legen sie ab. Das sieht gut aus. Bisschen schneller. So. Yes, 9. Okay. Na, also geht doch. Streuner muss ich nur ein bisschen anstrengen. Muss ein bisschen logisch denken, ja. Ich muss da halt erstmal wieder reinkommen. Das ist 20 Jahre her. So, Maximierungsraum. Machen wir da auch mal wieder alles weg. Es gab ja eh kein gutes Ergebnis. Es hat zwar funktioniert, aber es war nicht rekordverdächtig. Und wenn ich das sehe und umbauen muss, ist es schwieriger, als wenn wir es neu bauen manchmal. Also manchmal ist der Neubau von Programmcode durchaus eine Option. Man muss nicht immer alles fixen. Wenn man sieht, der Turm ist schief, dann braucht man ihn nicht versuchen zu stützen, sonst hat man so eine schiefe Software von Pisa. So, zwei Dinge. Und dann soll die größere in die Outbox. Wenn sie gleich sind, irgendeins von beiden. Naja, auf jeden Fall müssen wir es mal wieder abholen. Ich denke, da wir immer eins von beiden ablegen müssen, in der Outbox müssen wir beide mal speichern. Wobei, bin mir gerade nicht sicher, ob wir das müssen. Also wir holen das erste Readings ab und dann könnten wir ja auch einfach mal vergleichen. So, wenn wir das miteinander verrechnen, dann kann das Ergebnis entweder positiv oder negativ sein.
Das kann 0 sein. No. Ich subtrahiere 0 und ich komme ja eigentlich, wenn ich addiere, dann komme ich wieder auf die Zahl, die ich davor hatte. Also einmal habe ich es abgezogen, dann einmal subtrahiert, einmal addiert und dann müsste ich wieder auf den gleichen Wert kommen. Das heißt, ich muss den einen nicht mit Copy ablegen. Und aber wenn es negativ ist, mache ich was anderes. Wo sind jetzt meine Befehle hier? So. Brauche ich hier normalen Jump? Mal eben überlegen. Also jetzt habe ich einmal die eine Zahl drin, an dieser Stelle entweder das Rechenergebnis oder die eine Zahl. Ja, eine Zahl habe ich hier liegen, die andere stelle ich hier wieder her und das heißt, ich muss jetzt die Zahl hier wieder rausholen, wenn ich negativ bin. Dann habe ich nämlich die andere. Also copy from 0. Und dann habe ich entweder die hier drin oder die da und dann gebe ich es aus. Also man muss da manchmal ganz schön komplizierte Denkschritte durchführen. Und dann hopfe ich einfach wieder an den Start. So. Also ich hole die erste Zahl, lege sie ab, dann hole ich die zweite Zahl, subtrahiere sie. Diese kann positiv sein, wenn es positiv ist. Dann tue ich das, was ich subtrahiert habe, wieder dazuzählen und dann habe ich die eine Zahl und gebe sie aus. Wenn sie negativ ist, dann kopiere ich mir die Zahl, die da liegt, weil die dann größer ist und gebe sie auch aus. Wenn sie gleich sind, dann ist es nicht negativ. Dann nehme ich einfach. Dann ist es scheißegal, ob ich jetzt addiere oder die Zahl wieder lade. Bin mal gespannt. Also Assembler ist halt am nächsten an der Maschinensprache dran. Das ist was komplett anderes als C oder Python oder irgendeine Sprache, Java oder sonst was. So, ich nehme die 4. 4 ist nur. Dann ist egal, welches ich hinlege, wenn sie gleich sind. Okay. So, jetzt müsste ja die 5 wiederkommen. Ich ziehe sie ab. Ah, okay. Ach, sehr schön. Okay, man braucht auch hier keine zwei unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten. Sehr schön, dann passt das schon mal. Absolut positiv. Absolut positiv. Bewegen Sie jedes Ding von der Inbox in die Outbox. Sollte eine Zahl negativ sein, kriege ich das hier irgendwie alles gelöscht? Leeren, ja, sorry. Mama wieder weg. Also. Negativ ist, müssen Sie vorher das Vorzeichen ändern. Ja, das kriege ich ja dadurch hin, dass ich es addiere. Als allererstes müssen wir uns was aus der Inbox rausholen. So. Bewegen Sie jedes. Dann müssen wir, wenn es negativ ist, irgendwo hin jumpen. Irgendwo hin. Also man kann nach vorne oder nach hinten jumpen. So, und jetzt müssen wir unterschiedliche Sachen machen. Dann nehmen wir. Ich überlege gerade, ob es besser ist, wenn man da vorne mehr rechnet oder da hinten mehr rechnet. Aber wenn ich da oben was reinschiebe, dann muss ich da beim Start drum rumhüpfen.
Also, ich glaube, das mit vorne hinlegen, das hat öfter mal gut funktioniert. Und dann kann ich es auch in die Outbox reintun. So. Also wenn ich die Outbox so am Start hin mache, weil das hat bei den letzten Leveln immer funktioniert. Wo mache ich das Subtrahieren hin? Hier oder da? Nee, aber zum Subtrahieren muss ich es da vorher erstmal ablegen. Ich denke, das mache ich mal da oben. So. Und dann mache ich hier zweimal Sub dahinter, dass es positiv wird. Und dann geht es in die Outbox rein. Und das soll er nur machen, wenn es negativ ist. Also hüpfe ich hier davor hin. Und wenn es nicht so ist. Wenn es nicht negativ ist, dann hüpfe ich einfach dahin. Passt es so. Am Start gehen wir hier hin. Wir holen es aus der Inbox ab. Wenn es negativ ist, gehen wir dahin, legen es ab. Tun es zweimal subtrahieren. Also minus 5, minus 5, minus 5 so in der Richtung. Und dann sollte plus 5 rauskommen. Nein, dann kommt ja minus 15 raus. Muss ich es dann nicht addieren? Nee. Nee, nee, plus, minus, ja. Doch, das müsste so rumgehen. Ich bin mal gespannt. Also aus der minus 2 ist ja eine plus 2 geworden. Das sieht gut aus. Ja, minus 5, minus 5. Minus 5. Ja, die Sache ist ja, wir rechnen ja minus 5, minus minus 5 und minus minus 5 und dadurch wird es dann plus 5. Doppeltes Minus gibt ja dann plus so. Und? Boah, wir sind zwei besser. Zwei besser als das, was er will. Sehr schön. Jetzt haben wir dieses chaotische System. Da hatte ich ja gar nichts zwischengespeichert. Legen Sie 0 ab, wenn sie gleich sind. Also vom Vorzeichen her oder eine 1, wenn die Vorzeichen unterschiedlich sind. Wobei ich sage, eine 0 hat ein positives Vorzeichen. Wir holen es aus der Inbox ab. Wir springen weg, wenn es negativ ist. Wir holen es wieder aus der Inbox ab und springen weg, wenn es negativ ist. Dann haben wir das erste Ergebnis. Links in die Outbox rein. Ich mach mal den mal eben weg. So. Und danach gehen wir wieder an den Start und wiederholen das Gleiche. Oder wenn wir hier sind, gehen wir auch in die Inbox. Und wenn es dann negativ ist, wenn es dann negativ ist, gehen wir da hoch. Okay. Dann sind beide negativ und ist auch wieder gleich. Und wir geben es aus und springen wieder zum Eingang zurück. So was ist, wenn sie unterschiedlich sind. Dann springen wir. Wenn es unterschiedlich ist, springt einer von den beiden, der oder der. Das heißt, wir kommen entweder da raus oder da raus. Ja, ob es das erste oder der zweite Rechenschritt ist, okay. Kann ich da was optimieren? Wenn ich hier jetzt direkt in die Outbox reingebe und quasi nicht hier hinhüpfe. So habe ich einen Jump, Outbox, noch einen Jump. Habe ich zwei Jumps. Wenn ich jetzt hier eine Outbox hinmache, dann habe ich einen Jump weniger. Und bin gleich wieder oben.
Mal sehen, ob es so rum besser tut. Also so hat man halt einen Jump weniger, der im Befehlscode ausgeführt wird. In Befehle ist es natürlich mehr, weil ich zwei Outbox-Befehle habe. Da komme ich jetzt nicht mehr auf 11. Jetzt habe ich 12. Ja, okay. Aber ich hatte schon 11 geschafft. Also ich muss hier einen Befehl opfern, dass ich hier weniger Laufzeit kriege. Naja, was haben wir denn jetzt? Sabatja haben wir schon gesehen. Oh, jetzt sieht es auch viel schöner aus, wenn das alles hier schön mit zwei Sternen leuchtet. Oder zwei grünen Lampen. Dann gucken wir uns doch mal den Countdown an. Also jedes Ding ist ein Jahr. Okay, sind es dann 40 Arbeitsjahre oder so? Die Zeit läuft. Okay, dann legen wir mal los. Countdown hört sich nach einem spannenden Thema an. Schicken Sie jede Zahl in der Inbox in die Outbox, gefolgt von allen Zahlen bis hinunter auf 0. Ein Countdown. Also sowas wie 4, 3, 2, 1, 0. Aber wie geht der Countdown bei negativen Zahlen? Sie haben neue Befehle, addieren, subtrahieren von 1. Ja, okay, das ist wahrscheinlich das Pump, das ist Inkrement und Dekrement. Das finde ich gut. Warum sie es auch immer Pump nennen. Eigentlich heißt es Inkrementieren und Dekrementieren. Oder Ink und Deck. Ach so, Moment. Heißt es, wenn die Zahl negativ ist, muss ich sie inkrementieren, also pumpen? Ja, das Ergebnis hat. Ich bin mal gespannt. Also wir holen die Zahl aus der Inbox. Wir speichern sie irgendwo hin. So. Und dann könnte die ja schon 0 sein. Was ist, wenn sie schon 0 ist? Muss ich die 0 dann ausgeben, weil wir haben ja auch eine 0 drin. Ja, ich denke, die 0 müssen wir ausgeben. Tun wir mal... wo ist hier Out nochmal? Da. Also einmal muss man die Zahl auf alle Fälle ausgeben. Und was machen wir danach? Danach... Ja, wir müssen hier vorher noch rausfinden, ob es positiv oder negativ ist. Ich glaube, dann müssen wir es umstellen. Jetzt mal so einen Champions holen, wenn es 0 ist. Dann sind wir auf jeden Fall fertig. Und müssen wir hier noch einen drüberlegen, dass wir da erstmal auch dran vorbeikommen. Also wir fangen an. Wenn es 0 ist, hüpfen wir da hin, sind fertig. Na, dann holt er wieder die Inbox ab. Das passt ja nicht. Nee, so haut's nicht hin. Wenn's 0 ist, dann geht man's in die Outbox. Ich brauche auf jeden Fall hier noch einen Negativunterscheider, egal ob die Logik davor jetzt stimmt oder nicht. F0 dahin. Ja doch, das stimmt ja, weil ich will ja wieder zur Inbox hin. Also wenn es 0 ist, ist es der letzte Schritt. Dann gehen wir in die Outbox hier rein und dann holen wir uns die nächste Zahl. So. Aber das muss doch ein Copy 2 sein. Und wieso habe ich eigentlich 4 genommen? So, wir legen sie da ab. Wenn es 0 ist, sind wir fertig, holen die nächste. Wenn es nicht 0 ist, kann sie negativ oder positiv sein. Und dementsprechend müssen wir pluspumpen, also inkrementieren oder dekrementieren. Aber zuerst müssen wir auf alle Fälle die Zahl einmal ausgeben. Die Frage ist, ob ich es davor oder hinter dem Jump mache. Ich denke mal, ich mache es hinter dem Jump. Also das ist, wenn die Zahl positiv ist, dann gebe ich sie aus und dann ziehe ich sie ab. Also ich habe zum Beispiel 4 und dann wird sie zur 3. Und
dann kann es passieren, wenn ich von der 1 zur 0 komme, dass ich dann auf 0 komme und dann hüpfe ich hier hin. Und wenn sie nicht 0 ist, wenn sie nicht 0 ist, dann mache ich das gleiche Spiel nochmal. Dann gebe ich sie nochmal aus und dann ziehe ich sie wieder ab. So müsste es hinhauen. So, und jetzt das gleiche Spiel negativ, nur andersrum. Dann gebe ich sie wieder aus. Dann mache ich den Pump Plus, um sie zu erhöhen. Und wenn sie dann 0 ist, dann gehe ich hier ganz hoch. Zum letzten Step ist auch egal, ob die jetzt so rum oder so rumstehen. Das ist eigentlich nur noch, geht eigentlich nur darum, dann, ob sich hier die Linien überschneiden. Und wenn nicht, dann gehe ich wieder dahin. Ein Positiv-Negativ-Counter, aber er hat die Aufgabe scheiße beschrieben. Bin mal gespannt. So, einen runter. Okay. Sieht schon mal gut aus. Mal sehen, ob er die Null gescheit ablegt. Dann müsste er da hochhüpfen und einmal die Null ausgeben. Also es wird komplizierter, obwohl es eigentlich ganz simple mathematische Aufgaben sind. Jetzt noch auf die 0. Genau, oben ausgehen. Okay. Sieht gut aus. Bisschen schneller, so. Jetzt bin ich mal gespannt. Entschuldigung. Zu viele Befehle, okay, ja. Aber zu wenig Rechenschritte. Ja, das haben wir geschafft, das haben wir nicht geschafft. Ich könnte wahrscheinlich, wenn wir noch mal kurz reingucken, ich könnte wahrscheinlich die drei Out-Befehle irgendwie zusammenschrumpfen. Wie viel haben wir? Zu viel? Einige. Ja. Wenn man die Out-Befehle irgendwo an einer zentralen Stelle ablegt und die Jumps ganz anders setzt, dann könnte es vielleicht hinhauen, aber puh. Ich gebe mir erstmal damit zufrieden. Ja, ich bin gespannt. Da höre ich mal ganz in Ruhe drüber nach und dann da zeige ich euch das. Hallo? Null. Okay. Wir haben das Addieren gelernt. Ach, die Erinnerungen. Okay. Da drauf gemacht. Oh nein, jetzt muss ich es nachmalen. Okay. Für je zwei Dinge in der Inbox multiplizieren Sie. Für je zwei Dinge in der Inbox multiplizieren Sie sie und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Machen Sie sich. Ich muss meinen Soundleiter leiser machen, der ist so laut bei mir. Obwohl er ganz niedrig ist. Und das Ergebnis in der Outbox legen. Keine Gedanken über negativen Zahlen. Sie haben Zettel erhalten. Die können Ihnen helfen. Wie multipliziere ich denn jetzt 2? Ich kann sie subtrahieren, ich kann sie addieren, ich kann sie inkrementieren und dekrementieren. Also auf jeden Fall muss ich mal. Warum liegt da eigentlich schon was drin? Das nervt mich jetzt. Das muss erstmal weg hier. So, ich will ja von Anfang die Logik anfangen. Also wir holen den ersten Wert. Und den kopieren wir irgendwo hin. Sagen wir mal. Wir kopieren den ersten Wert mal hier hin.
Ich glaube, ich muss mal googeln, wie man das macht. Wie multipliziere ich zwei Zahlen, wenn ich nur addieren kann? Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, 4. Klasse Grundschule, aber ich weiß es nicht mehr. 4 mal 5. Das wäre 5 plus 5 plus 5 plus 5. Aber wie realisiere ich das hier im Code? Das heißt, ich müsste dann eigentlich die 4 irgendwie, also wenn ich 4 und 5 hätte, müsste ich die eine Zahl irgendwo ablegen, die eine Zahl runterzählen lassen, bis ich weiß, dass ich die andere Zahl nicht mehr addieren muss. Puh. Oh Mann. Wie mache ich ihn hier? Label ihn hier. Nennen wir mal Z1 für die erste Zahl. So. Und dann brauche ich ja auch noch die Zahl 2. Also wir holen uns die auch mal und legen sie auch irgendwo hin. Z2. Mensch, kann ich schön machen. Ich bin begeistert. Aber die Zahlen sind hier alle kleiner, gleich 5. So, die Zahlen habe ich jetzt beide abgelegt. Und dann muss ich eigentlich irgendwo ein Ergebnis ablegen. Oder ein Zwischenergebnis. Nennen wir es mal Zwischenergebnis. So. Also, ich habe die erste Zahl da liegen, die zweite da und ich habe hier ein Ergebnis. Dann könnte ich die Zahlen hier irgendeine nehmen von hier. Wo ist es denn? Copy from. From Z1 und dann. Ja, jetzt habe ich es falsch geklickt. Also ich nehme die erste Zahl und lege sie mal auf mein Ergebnis ab. Nur mal, um die Logik zu überprüfen. Ich schätze mal, das ist jetzt überhaupt nicht der schnellste Weg oder sonst was. Aber vielleicht funktioniert's. Das speichere ich jetzt in Ergebnis rein. So. Und dann lade ich die Zahl Z2. Copy from Z2. Und wenn die 0 ist, wo ist es denn? Wenn die 0 ist, dann hüpfe ich da hoch und gebe es. Und dort hole ich dann mein Ergebnis raus. Das Ergebnis und tue es in den Ausgang reinlegen. Output. Dann muss ich hier am Anfang noch einmal vorbeihüpfen. Und wenn sie nicht 0 ist, ja, Moment, mir fehlt das Ergebnis jetzt. Ah, okay, ich habe hier einmal das Ergebnis schon reinkopiert. Nee, ich muss die erste Zahl noch ins Ergebnis reinkopieren. In Box Z1 und die soll auch nach da kopiert werden. So. Also hier steht zum Beispiel jetzt 3 und 3. Und wenn die zweite Zahl jetzt 0 wäre, oh Gott, nee. Oh Gott, wenn die 0 wäre, dann wäre es ja 0. Und das sind Nuller dabei. Ah, nee, so geht das nicht. Das heißt, wenn der erste Null ist, wenn es so wäre und es schon bei diesem Durchlauf hier Null wäre,
dann müsste ich die Null hier holen. Ja. Dann müsste ich die Null holen. Was ist denn hier Copy From? Moment, dann, nee, dann machen wir es nicht so, dann machen wir es hier hin. Nee, doch, es muss hier hin. Dann hol's von hier. Na, jetzt. Na, den hier dahin. Und dann tu die 0 ausgeben. Wenn es nicht 0 ist. Das ganze Konstrukt kann ich auch woanders hinschieben. Wenn es nicht 0 ist, dann... Ich weiß nicht, ob der Pump sich hier drauf auswirkt oder nur auf das, was man in der Hand hält. Dann hol die zweite Zahl hier und dann mach sie niedriger. Ach, okay, das geht direkt da drauf, dann brauchen wir das nicht. Dann machen wir die zweite Zahl niedriger. Und dann tun wir die Zahl 1 nochmal holen, Copy From 1 und legen es ab auf Ergebnis dazu. Das wäre quasi mal 2 gewesen. Und dann müssen wir irgendwo hinjumpen. Nach. Ach, da, wo wir das hier überprüfen. Ich glaube, so müsste es gehen. Jetzt machen wir ein bisschen Sound wieder an. Boah, der ist echt laut in dem Level. Also für euch nicht, für mich schon. Macht das irgendeinen Sinn, was ich jetzt hier treibe? Also wir haben die 3. So. Dann nehmen wir die 5. Dann machen wir es. Moment, da habe ich einen Scheiß gemacht. Nicht ablegen. Nicht ablegen. Du sollst hier drauf addieren. Add sollst du machen. Irgendwo hier. Aufs Ergebnis. Hier muss ein Add hin. So, und das da muss weg. 6. So, die zweite Zahl ist 2. Dann haben wir 12. Na, ich habe sie nicht abgelegt. Habt ihr das gesehen? Ich habe es nur rumgerechnet. Also, wir haben das Add. Aber das Add war ja falsch. Das Add muss auf das... Copy from Z1, add as add 1, so rum. Nee, nee, nee. Copy from Ergebnis, so rum. Ah. Wir holen uns das Ergebnis, wir addieren die erste Zahl nochmal dazu und danach speichern wir die erste Zahl wieder übers Ergebnis drüber. So rum, dachte ich. Eine 1. Eine 5. Genau, jetzt ist es eine 2 und wir legen die 2 dahin und jetzt müsste es eine 4 werden. Bam. Okay. Aber Moment, ich habe gerade gesehen, da hat die 5 erst aufgesammelt gehabt. Wieso sammelt er die 5 erst auf? Copy from Z2. Ja, das Copy from... Ach so, für den Zero-Vergleich. Ja, das brauchen wir leider, sonst wissen wir nicht, ob Z2 Zero ist. Ich habe gerade gedacht, warum hole ich die 5? Ich muss sie ja nur runterzählen, aber ja... Oder kann ich nach dem Pump gucken, ob Zero ist? Dann könnte man hier natürlich rein optimieren. Warte, da gucken wir mal. Also wir holen... Wir holen die jetzt nicht. Ja, die Sache ist halt, es könnte die erste Zahl 0 sein. Lass mal es erstmal so durchlaufen. Sorry, dass ich abgebrochen habe. So. Ja, da hinten habe ich noch Scheiße drin. Also wir ziehen da eins ab, dann kopieren wir es von hier
kopieren. Das da. So. Jetzt sieht es so aus wie da. Okay, nochmal. 1, 1, 3, 2, 3, 4, 5 und jetzt müsst ihr merken, 0, okay, ich lege es in den Ausgang rein. Na, da habe ich jetzt einen Scheiß gebaut. Okay, er hat 5 ausgerechnet. Ja, er darf dann nicht das da machen. Ich muss da woanders hinjumpen. Das da muss anders gelöst werden, wenn es 0 ist beim ersten Durchlauf. Ja, das kriege ich hier aber nicht anders gelöst. Ich muss das da anders machen. So. So ist es nur, wenn das erste Mal 0 ist. Na wobei, nee, so geht es schon. Aber der da muss hier raus. Den muss ich irgendwo anders hinpacken. Und dafür brauche ich... Dafür muss ich doch eigentlich nur gucken, ob der Zweier 0 ist beim ersten Mal laden. Also wenn er das zweite Mal was aus der Inbox rausholt, wenn es dann 0 ist, dann gehe ich hier hin. Lade das 0. Keine Ahnung, warum da Hallo steht. Mach das Hallo mal weg. So. Und dann gehen wir wieder hier raus. So. Sehen, ob die Logik jetzt passt. Das war schon wieder scheiße. Ich habe den Code nicht zugeguckt, was er gelaufen ist. Ich muss mal eben mal einen zurückgehen. So. Ja. Ich muss ja das Ergebnis noch laden. Hier muss das Ergebnis geladen werden. Okay, mach mal Pause. Copy from Erk. So. Ich habe aber einmal zu viel noch gerechnet. Die Logik passt einigermaßen, aber ich rechne einmal zu viel. Wenn Zero ist, hüpft er da hoch. Vielleicht darf das da am Anfang nicht drin sein. Die erste Rechnung. Also, wir gehen rein. Wir holen es aus der Inbox. Kopieren sind Z1 und Ergebnis, dann holen wir die andere Zahl. Wenn sie 0 ist, geben wir 0 aus. Wenn sie nicht 0 ist, legen wir Z2 ab. Dann kopieren wir das Ergebnis und addieren. Kopieren Ergebnis, addieren und kopieren es wieder drauf. Ja, hier ist noch der Wurm drin an der Stelle. Wenn es nicht 0 ist, legen wir die Zahl hier ab. Dann kopieren wir das Ergebnis wieder ins Speicher rein und addieren einmal und tun es im Ergebnis abspeichern. Und der da macht an der Stelle keinen Sinn und der auch nicht. Das heißt, wir müssen Z2 laden. Wir müssen dann dekrementieren und dann da hochhüpfen. Ich glaube, so macht es jetzt mehr Sinn. Dann müssten wir einen Schritt weniger haben. Wieder nicht. Jetzt habe ich 12. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ich
Denk mal, da denke ich bis nächstes Mal noch mal ein bisschen drüber nach. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Bis zum nächsten Mal.